Yo, was geht ab, meine Freunde? Wir sind's wieder, die Hamburger Youngsters. Nein, falscher Kanal, ja, Schlüche. Scherz, nein. Okay, im Ernst, schlecht, scheiß wird. Ja, wir sind wieder da, Episode 19 mit dem guten alten Manager-Modus, wie ich das so gern zu sagen pflege. Wir gucken uns jetzt die Tabelle an, weil ich das fun finde. Nein, es hat einen theoretischen Grund. Wir sind aus der Krise raus, darf ich jetzt mal fest behaupten. Mit 21 Punkten und einer negativen 1-Punkt-Tordifferenz haben wir 2 Punkte Rückstand auf Europlätze. Spielen jetzt gegen Wolfsburg, die sich auf Platz Rang 3 befinden, dann gegen Hannover und dann zum allentscheidenden Spiel nach Malaga. Ja, gucken wir uns mal die Statistiken in der Euro an. Da sieht es folgendermaßen aus. Ja, wie gesagt, ein Sieg, habe ich in der letzten Episode schon gesagt, würde uns direkt weiterbringen, weil wir dann, na klar, 10, aber Malaga bleibt bei 9. Unentschieden wäre nicht genug, wir müssen gewinnen. Unentschieden würde uns nichts helfen, weil Bordeaux dann, ja, immer noch mehr Punkte hätte von der Tordifferenz her gesehen. Wir gucken uns jetzt auch mal die anderen Gruppen an, wie das so steht. Marseille ist schon mal sicher durch, Roma ist sicher durch, Atletico ist sicher durch, Dynamo, Manchester, Panathinaikos, Porto, ja, Napoli, Bremen ist da noch hinten ganz knapp dran, aber die sind auch beide sicher durch. Manchester und Udinese sicher durch. Shamrock Rovers abgeschlagen mit einem Punkt. Basel und Leverkusen. Leverkusen muss ich nochmal ein bisschen anstrengen, aber sollten auch sicher durch sein. Bilbao und Funchal sind durch und das war's dann auch. Ja. Können wir uns nochmal hier kurz die Statistiken von Mannschaftsbericht angucken. Sollten die Form eigentlich ein bisschen hochgegangen sein. Smith natürlich fröhlich wie nie. Legion fehlt noch, sich ein bisschen zu beweisen. Man sieht, die Form ist in den deutschen Pokalen der Euroleague und in der Bundesliga immer scheiße. Wine auch nicht in seiner besten Form, gefällt mir aber trotzdem. Justin geht auch nicht. Ja, und in der Euroleague ist White bis jetzt sehr gut. Hat eine durchschnittliche Gesamtnote von 6. Wie man spielt, denke ich oft. Müller hat auch dazu gewonnen. Svensson mit einer 7.2 im deutschen Pokal, nicht schlecht. Und Bittencourt überzeugt in der Liga. Und König kann jetzt auch wieder zulegen. 6 Tore in der Bundesliga hat der Junge. Kennedy Igboanyanke ist mit 8 Punkten und 5 in der Euroleague im Soll. Superman. Hänel Kostal, Scott Gray, unglücklich unterbezahlt. Ja, jetzt gucken wir mal kurz in die Mannschaft, Verträge und dann den von Scott Gray. Wo ist er denn, der Bursche? Verlängern wollen, dann will er gleich 10.000. Das ist halt das Dumme an dem Spieler. Der ist jetzt 16. Wenn wir den um ein Jahr verlängern, dann will er gleich 10.000. Oh Gott, ey. Ne, das will ich auch nicht machen. Ich meine, sein Vertrag läuft jetzt noch. Wie lang denn? Hier, 2 Jahre. Heu rum. Naja, jetzt auf jeden Fall erstmal gegen Hannover. Danach geht's, glaube ich, gegen Wolfsburg, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die haben Gio, mein Lieblings-Schnuggi-Boogie. Den mag ich ja so dolly. Und sollen wir mal, Giuff ist ja relativ, ist ja jetzt nicht, Kakao ist jetzt auch nicht der Hammer schnell, also würde ich dann schon Gray, glaube ich, eher bringen. Dalle, Bloomberg, Semmer, wen nehmen wir denn mal mit? Komm mal, auch mal ein bisschen Überraschung hier, Albrecht rein für Semmer. Und sonst nehmen wir auch mal den Pelzer für Kostal mit, der hat mir auch bis jetzt sehr gut gefallen. So, und dann geht's jetzt gegen die Partie, gegen die Guten aus Hannover. Let's have some fun. Hey, zum Glück ist Jakob dann verletzt, ne? So, was soll man sagen? Ich konzentriere mich eigentlich, also ich warte, ich antizipiere, ich freue mich auf das Spiel gegen Malaga. Es wird Endspielcharakter haben und deswegen, ja, bin ich ganz heiß drauf. Und es geht dann auch gleich los und das ist dann keine Ahnung. Auf jeden Fall Giuff, den ich ja sehr mag, einer meiner Lieblingsspieler von Hannover. Und auch so mag ich Hannover sehr doll. Der erste Abschluss, den wir haben, ist eigentlich nur so eine Halbchance, aber wir bleiben im Glück mit dem nächsten Elfmeter. Irgendwann muss man alle Episoden angucken und gucken, wie viele es waren. Und da tritt Igbo an und der wird den machen. ich freue mich auch auf die Transferperiode, wie ihr alle wisst oder es mittlerweile gemerkt habt. Bin ich ein sehr aktiver Mensch in der Transferperiode, deswegen freue ich mich da sehr drauf und diese Chance muss einfach drin sein. Da macht Müller nichts falsch, die Flanke ist nicht ideal, da hätte er flach reinspielen müssen. Ganz schade, das ist natürlich die Möglichkeit vorzulegen. Dann ist wieder Giuff durch, kurz nach wieder ein Pfiff zu der Halbzeit beigeht, aber knapp drüber, Pech für ihn. Glück für uns. Svensson Schad leitet den nächsten Angriff an und das ist ein super Pass auf König. Und kann es mal machen, er macht es und das ist Weltklasse, der Abschluss in der 54. zur nicht erneuten, aber zur Führung und Legion ist dann auch mal mit vorgekommen, donnert dann mal drauf, klasse Reflex.
Und es wird, wie gesagt, schon im Outlay gesehen, einen Umbruch geben in der Transferperiode. Es werden viele neue Spieler kommen, viele gehen. Es wird wieder einen Umbruch geben. Ungefähr so wie zu Saisonanfang. Ja, und damit ist dieses Spiel langsam, nähert es sich dem Ende und wir können die 3 Punkte auch festhalten. Also es klappt wieder in der Liga. Und wir gehen dann auch ins nächste Spiel. Tore, genau, Egbon Janke, wieder mal ein Elfmeter, ist echt ein Hammer, der Mann hat das ein verfehlt und zwar im Pokal. Wir haben mittlerweile 24 Punkte in der Tordifferenz von 0, also wollen wir die hier mal aufbessern hier, in den Plusbereich kriegen. Aufstellung, Weiland mit Birdcut im Defensiven, die Offensive bleibt gleich, aber man spürt schon diese Trippelbelastung, also die, vor allem die Fitness geht sehr oft runter, es ist schade, weil wir dann echt nicht in jedem Spiel hundertprozentig erste Mannschaft auftreten können, wir müssen oft rumwechseln. Und das merkt man dann auch manchmal, dann stimmt die Abstimmung nicht und so weiter, erste gute Möglichkeit. Wir haben ja auch eine sehr umgebaute Mannschaft. Wolfsburg würde mich interessieren, wie viel Transferbudget die haben werden in FIFA 13. Ich hole mir vielleicht, das ist die Neuigkeit, eine Xbox. Wieso? Weil mein Computer mittlerweile einfach so oft abbricht, während ich ein Let's Play aufnehme, was mich manchmal so doll schlecht stresst. Und irgendwann reicht es mir dann auch. Ich werde den zwar nutzen, um zu editen, aber Xbox ist mir noch nie passiert bei Freunden, dass die abgestürzt ist. Und deswegen bin ich sehr hingezogen zur Xbox, sagen wir mal. PlayStation kenne ich nicht so, all meine Freunde am Xbox, deswegen ist das eher der Anwärter. Werden wir mal sehen, wie das verläuft. Und ja, in der 90. Minute immer noch 0-0, eine sehr verhaltene Partie, so endet das Spiel dann auch. Wir können 1 Punkt vom Tabellendritten mitnehmen, ist doch schon mal relativ gut. Und jetzt geht's gegen das Spiel, das wegweisende, das wichtigste, sag mal, das wichtigste Saisonspiel bis jetzt bei Weitem. Und ich glaube, es wird auch einer der wichtigsten bleiben, außer ich schaffe das Finale, Hust. Es wird natürlich ein Hammerspiel gegen Malaga, das müssen Endspielcharakter haben, das müssen die Spieler als Endspiel nehmen. Ja, die haben Peter Cech und Huntelaar auf der Bank gelassen, genauso wie in Vanisso und Cazorla. Die sind ja, glaube ich, zu Arsenal gewechselt. Und ja, wir kommen mit Egbon Janke vorne, 5 Tore, was ein Hammer. Die Verteidigung bleibt gleich. Gray ist in der Innenverteidigung für Davis und Müller, wie man Bildners Defensive. Egbon Janke ist es dann wieder und das ist heute ein Abschluss sein, aber dann traut er sich nicht, den mit Recht zu nehmen. Natürlich schade und dann ist es Gray, der diesen Fehler macht und dann wäre der Spieler durch gewesen und dann ist das, glaube ich, Hand. Es war keine Notbremse, es wird da als Hand gewertet von Legion. Hand habe ich angestellt, nur mit Ausnahme bei Elfmetern, sonst würde es so viele geben, so viele Elfmeter. Und dann ist es Egbon Janke, der sein 6. Tor macht, erst gegen Pfosten, dann mit links macht er es rein. Und wir sind dann auch kurz vor der Halbzeit, es sieht alles sehr gut aus. Gray macht dann einen super Job in den Verteilungen, dann donnert der da rein, Rondon, und dann ist da Legion drinne. Ganz stark gesamter Auftritt von der Abwehr. Also auch in der 60. Minute. Es zieht sich hin, dann so ein Pass. Das ist natürlich ideal. Und dann ist Smith da und muss die Notbremse auspacken. Da gibt es keine andere Wahl. Da muss der Schüler rot zeigen, was soll er machen, der Arme. Ach, es musste so werden. Man kennt mich, also man kennt FIFA. Es muss in solchen Spielen immer so dramatisch werden. Legions Tor, Hanel kommt rein. Davis kommt in der Innenverteidigung. Ich glaube, ich nehme, ja genau, Igbo raus und tu dann Davis in die Innenverteidigung, in die Rechtsverteidigung, Davis in die Innenverteidigung, also nochmal ein ganzer Umbruch, es musste so sein, wir wechseln auf die 5er hinten, wir müssen jetzt alles daran setzen, dieses 1-0 über die Pause, ins Ziel zu bringen, und jetzt werde ich hier rumgebrüllt, Gott, ey, ich habe genau vor dem Essen angefangen, ist natürlich nicht das Schlauste, aber es ist ja auch jetzt gleich fertig, aber es wird jetzt nochmal richtig, richtig bitter, Cazorla mit dem Freistoß, der ist genial, Hanel pariert super und dann ist Huntelaar, der eingewechselt wurde, genau vor diesem Freistoß, in der 60. Das ist natürlich der Herzensstoß, der Killer, der Umbringer, es ist bitter. Komme gleich! Lol. und tut mir wirklich leid, aber dann ist Könige nochmal durch in der 70. Donner drauf und wie hält der den? Wir sind in Unterzahl und haben so eine Chance, die muss man dann nutzen. Dann ist wieder Könige durch, wieder landet der Ball bei Wein. Der steckt rüber zu Svensson und der wird gemäht. Das Elfmeterglück bleibt uns erhalten. Hanel steht hier, keine Ahnung wieso, es wird geändert und der allentscheidende Elfmeter fällt jetzt zu Müller. Der letzte Saison völlig nicht
aktiv war. Und er macht diesen wichtigsten Elfmeter der Saison rein. Was ein Teil. So, und ich muss jetzt fressen gehen. Tut mir leid, das Spiel geht so aus. Es geht dann weiter nächste Episode. Ich lasse jetzt noch ein kurz laufen. Dann seht ihr doch das Endergebnis. 2-1. Und wir sehen uns nächstes Mal, meine Schnuckis. Transfers fängt an. Lieblingszeit.